Was geht bei? Yo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute nehme ich euch mit hinter die Kulissen einer Live-Talkshow, und zwar MDR um 4. Und danach geht's weiter nach Prag zu Dreharbeiten von Spice City. Bis denn. So, die Premiere war sehr geil gestern. Jetzt geht's nach Leipzig zu MDR 4 Talk. Live-Talkshow. Mal gucken, was wir da so abreißen können heute. Dann fahren wir mal nach Leipzig. Leider haben wir keinen Sitzplatz bekommen. Da fahren wir mal, sind wir uns schön in den Gang vor die erste Klasse geschert. Und hier verweilen wir jetzt. Leipzig Paunsdorf, Abfahrt 13:45 von Gleis 22 EBX 12. Die Premiere sitzt mir in den Knochen. Ich werde heute sehr redegewandt agieren. Ich erzähle euch jetzt was Schönes. Fernsehen ist oft so, dass nur viel zu viel Schminke aufgetragen wird. Man sieht einfach mal meine Augen. Das sieht irgendwie komisch aus. So. Deswegen. Deswegen scheiße einfach wieder ab. Yo, was geht? Wir sind hier beim MDR. Das ist der Live-Talk um 4. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Das hier ist meine Garderobe sozusagen, mein Rückzugsort. Und jetzt gehen wir einfach mal hier mal ins Studio und gucken uns mal ein bisschen an, wie das hier so abläuft. Also der Interviewgast wird jetzt selber zum Interviewer. Einfach mal mit. Hier ist so ein Moderationsraum, da wird viel geschnitten drin. Requisitenraum. Hier so ein riesen Fahrstuhl für die Technik. Gucken wir uns doch mal die Riesenantenne an. Hier gibt es Bestrahlung for free. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier stehen viele Lampen und so drin, Ersatzzeug. Ich glaube, hier geht's ins Studio. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach rein. Gucken uns das an. Ja, hier ist das Studio. Genau. Das gucken wir uns jetzt mal einfach an. So, hier sind wir im Studio. Hallo, hallo. Gehen wir mal gucken. Hallo, hallo. So sehen die Matzen hier aus. Schöne große Matzen. Und hier findet der Talk statt. Extrem viele Scheinwerfer hier oben. Könnt ihr mal gucken. Und eine schöne alte Kiste hier. Na, das ist schön. Das ist nur fake. Ist das denn echt da? Das glaube ich ja nicht. Ja, was können wir euch hier noch zeigen? Also drei Matzen gibt es. 1, 2, 3. Die wechseln sich immer ab. Und ja, ist doch cool. Wir können ja mal fragen, was hier hinten abgeht an den Bildschirm. Können wir einfach mal fragen. Entschuldigung, darf ich was fragen? Was passiert denn hier genau? Wir machen hier das Licht, damit du top aussiehst. Noch besser als sonst schon. Vielen Dank. Cool. Und ansonsten steuert ihr ja auch Ton und oder nur wirklich nur Licht? Der Ton wird in dieser verantwortungsvollen Ecke. Also, hier ist der Ton. Okay, cool. Ja,
So, wir drehen uns jetzt mal um und dann seht ihr mal den Blick, den ich nachher habe, wenn ich hier stehe und live mit euch spreche. So sieht das denn hier aus. Oder je nachdem, wo man sitzt. Das Gute ist bei so einer Talkshow, man darf in die Kamera gucken, was man ja beim Drehen nicht darf. Und das ist auch ganz cool, weil die Kameras sind so riesig, die kann man ja kaum übersehen oder sich wegdenken. Ja. Clan-Razzia ist allgegenwärtig. Das ist die Matz, die so sieht die aus, ich will die jetzt nicht anfassen, sonst fummel ich hier irgendjemandem ins Handwerk, aber die sehen groß und schwer aus, lassen sich aber ganz, ganz, ganz leicht steuern. Guck mal, ich bewege mal so ein ganz kleines bisschen. Ja, das geht, das kann, guck mal, das geht mit einem Finger. Also hier sind alles so Apparaturen, die das sehr leicht machen, auch das schnelle Hin- und Herschieben. Sieht groß aus, aber lässt sich super leicht bewegen. Du kannst es natürlich in Full HD. Ich glaube, die Kameras nehmen sogar schon in 8K auf, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das ist eigentlich mehr ein Computer als eine Kamera. Eine Minute vor. Er hat in seinem jungen Alter als Schauspieler schon so viel Erfahrung, dass es für zwei Lebensläufe reicht. Und passend dazu stellt er uns heute auch gleich zwei neue Filme vor und muss danach auch direkt weiter zu den nächsten Dreharbeiten. Er ist Jungschauspieler und alter Hase zugleich, Konstantin Wagescherow. Denn wer kann in seinem Alter schon behaupten, in über 70 Filmen mitgespielt zu haben? Der 33-Jährige macht nur das, was er will. Keine Daily Soaps, keine Blockbuster, aber Filme mit Nachklang. Dann habe ich sie weggemacht. Dann hast du sie weggemacht. Ja, weg. Wie unser heutiger Gast, Konstantin von Jascharow. Und da ist er. Durfte schon alles mal machen, sogar Feuerwehrmann, ne? Ja, war auch schon dabei. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Wie geht's? Wie war das Jahr bisher? Das Jahr war aufregend und viellebig. Ich habe viele Projekte gemacht, bin immer noch bis über beide Ohren in tollen Projekten drin. Ja. Es geht durch bis zum 20. Dezember und dann habe ich auch eine kleine Auszeit. Ich habe Sodbrennen von dem ekelhaften Essen. Alles kommt mir hoch. Es ist widerlich. Ich kann es nicht ertragen. Ich habe doch gesagt, nimm den Salat und nicht die Schweinshaxe. War doch klar, dass das nicht gut geht. Oh, immer schleppst du mich in diese ekelhafte Kantine. Das Essen, ich kann es hier nicht mehr sehen. Ich würde viel lieber was zu Hause kochen. Aber du alter Stinkstiefel bist ja zu faul. Das heißt, dir kochen zu Hause, du kochst doch immer der Kartoffelpuffer, immer das gleiche Kram. Ich will mal Spaghetti Bollo machen, du machst nur Kartoffelpuffer und es stinkt nach Fett. Überall, sogar deine Haare stinken nach Fett. Willst du sagen, ich stinke? Von oben bis unten. Au! Das ist ganz gut gemacht. Komm, wir setzen uns mal wieder hin. Also, ey, ich finde, das sollten die übernehmen, wenn das Ding mal irgendwann wiederholt, weil der Tato das ist. Wir können uns ja aus Simone, Spaß. Ich hoffe, du verzeihst mir, Simone. Du hast mich geschlagen. Vielen Dank für den Besuch, Konstantin. Es war super. Vielen Dank. Sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute. Und jetzt schauen wir mal, wie das Wetter wird. Mit Jörg Heidermann. Ja, und da gibt es Grau in sämtlichen Schattierungen. Den Anfang machen wir am Hufeisensee in Halle. In Sachsen-Anhalt war es heute auch ganztägig trübe. Das war aber nicht nur hier der Fall. Wenn wir uns mal den Satellitenfilm des heutigen Tages so, im Bereich anschauen. Wir haben es echt eilig. Wir gehen direkt ins Auto rein. Kommt doch einfach mit. Kleine Wolkenlücken sind absolut kaum auszumachen. Schleiz der Sonnenspitzenreiter in Thüringen. Eine Minute Sonnenschein. Und in Sachsen war es Heineken mit immerhin 33 Minuten Sonnenschein.
Und dazu gab es immer mal wieder auch so ein bisschen leichten Regen. Und das ist auch so ein bisschen der Fahrplan, den die Deutschen auch teilweise nehmen. Okay. Sicher. Ab geht's. Sind wir hier in Bremen? Dresden. In Dresden. Wir kommen aus Leipzig, jetzt geht's weiter nach Prag. Berlin haben wir heute auch schon gesehen. So, gleich 17. Schöner Whole Train. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und vergesst nicht, meine Glocke zu abonnieren. Nächsten Sonntag kommt die nächste Folge und dann geht's weiter nach Prag. Bis denn. Ciao.